Hallo zusammen und willkommen zu meiner Spielevorstellung von Dungeon of the Endless, einem Alpha-Spiel, wie man sehen kann, Version 0.1.3, das recht viele Genres in sich vereint. Also, es ist ein Roguelike. Wenn man einmal stirbt, ist vorbei. Die Dungeons sind random generiert, was ja auch zum Roguelike eigentlich immer dazu gehört. Dann hat es aber auch Tower-Defense-Elemente, also es kommen regelmäßig Wellen von Gegnern und man kann Türme bauen und andere Abwehreinheiten. Man hat aber auch Helden, und zwar mehrere Helden, die man steuern kann, um diese Wellen abzuwehren und den Dungeon zu erweitern. Es hat auch Strategieelemente, also was für Türme man baut, ist das eine, gehört ja zu Tower Defense, aber auch Ressourcenmanagement. Das heißt, wenn man neue Räume freischaltet, kriegt man Ressourcen, abhängig davon, was für Gebäude man vorgebaut hat. Also zum Beispiel hydroponische Anlagen, dass man mehr Nahrung bekommt, um seine Helden zu heilen, oder mehr technische Ressourcen, um bessere Türme zu bauen und so weiter und so weiter. Also, sehr vielversprechend. Ich zeige euch jetzt einfach mal ein, zwei Leben und dann gucken wir weiter. Also, neues Spiel und Intro. Pixel, Pixel. Das ist mal eine Landung, ne? So. Da sind unsere zwei Helden. Auch die Helden sind random ausgewürfelt. Das heißt, man weiß nicht, welche Helden man am Anfang hat. Wir haben Max O'Kane. Der hat anscheinend eine Pistole in der Hand. Genau, eine Pistole, Rüstung und ein Device. Man kann ihn jederzeit heilen. Für Essen. Ressourcen werden hier oben angezeigt. Wir haben Essen, wir haben Metall. Wir haben eine Ressource, die wir noch nicht wirklich benutzen können, nämlich Forschungspunkte. Und wir haben Dust. Je mehr Dust wir haben, desto mehr Räume können wir für uns in Beschlag nehmen. Und Räume, die zu uns gehören, da können keine Monster drin spawnen. Und wir können Türme bauen und andere Gerätschaften. Held Nummer 2 ist Troy Pokenio, ein Schwertkämpfer. Die haben alle auch ihre Stats. Also Erzappel hat wesentlich weniger Lebenspunkte. Dafür kann er halt über lange Distanz angreifen. Er ist Melee, hat dafür mehr Lebenspunkte. Defense Rating hat er auch mehr, weil er halt Nahkämpfer ist. Auch mehr Attack Power. Jo, er scheint allgemein stärker zu sein. Also schicke ich ihn mal vor zum Spionieren. Wir haben hier unser Wrack. Hier ist die erste Tür. Wir sind auf Level 1, haben 0 Türen geöffnet. Und das ist unser Kristall. Der Kristall ist quasi unsere Basis. Der bringt unseren ganzen Strom. Also der aktiviert die ganzen Räume und wenn der zerstört wird, ist das Spiel vorbei. Mein erstes Spiel hat unter einer Minute gedauert. Also es ist schon recht happig und muss vorsichtig sein. Es ist allerdings halb rundbasierend. Aber das werdet ihr gleich mitbekommen. Also wir öffnen einfach mal die Tür. Rechtsklick. Wir haben einen neuen Raum, zufällig generiert. Und wir haben eine neue Blaupause gefunden. Und zwar eine Blaupause für Dustfield Gen. Was machst du? Das sehe ich gerade gar nicht. Inventory, Inventory. Nichts drin. Also wir haben anscheinend eine Blaupause bekommen für etwas, was wir gerade gar nicht bauen können. Aber ja, wir haben jetzt einen neuen Raum. Den aktiviere ich mal mit einem mittleren Maustastenklick. Wir sehen hier oben, wir haben einen von zwei möglichen Räumen aktiviert. Und je mehr Dust wir haben, desto mehr Räume können wir halt aktivieren. Es geht dann immer weiter nach da. Und in diesem Raum haben wir einen großen Bauslot und mehrere kleine Bauslots. Was ich immer ganz gerne mache, ist, zuerst einen Raum zu haben, gerade wenn es da mehrere Abzweigungen gibt, wo wir hin uns zurückziehen können und dann die Gegner Wellen abwehren, die zwischendurch kommen. Also bauen wir jetzt hier einen kleinen Verteidigungsturm auf einem der kleinen Nodes. Brauch Industriepunkte. Das Ganze machen wir gleich nochmal. So. Und jetzt wollen wir aber auch Ressourcen sammeln. Und dazu können wir entweder hier eine Node hinpacken, dass mehr Industriepunkte generiert werden, um mehr Türme zu bauen. Oder wir generieren Essen, damit wir unsere Helden leveln können und heilen können. Und die Helden sind schon relativ wichtig. Trotzdem gehe ich am Anfang, glaube ich, eher auf Industrie, damit wir hier einfach alles mit Türmen zupacken können. So, du stehst mittendrin in dem Ding.
aber wir können sie nicht im Raum einzeln positionieren. Also es ist kein Mikromanagement. Man klickt einfach nur auf einen Raum und er geht in die Mitte davon, dann ist gut. Man muss also nicht in der Ecke ihn hinstellen oder so. Also wir haben noch 4 Stück. Hier hätten wir noch ein Ding, das erhöht den Schutz von unseren Helden, die in dem Raum sind, aber das kostet viel zu viel Industrie. Also noch ein Turm. Ruhig da oben hin. So. Du kannst ruhig auch nach da oben gehen, denn der Raum ist sicher. Gegner können jetzt nur von da, da und da kommen. Du öffne mal die Tür bitte. So. 6 Industrie gefunden. Sehr gut. Und ein Raum mit einer großen Node und 4 kleinen. Dieser Raum, auch wenn wir jetzt aufgedeckt haben, ist allerdings noch nicht aktiv. Er hat also noch keine Stromverbindung von hier unten aus. Das heißt, hier könnten auch drin Gegner spawnen. Das heißt, wir aktivieren ihn mal. So. Habe jetzt noch 34 Dust und 2 von 3 möglichen Räumen. Wir könnten jetzt weiter in die Richtung gehen, aber ich glaube, ich erforsche lieber erstmal alle naheliegenden Räume, bevor ich jetzt in eine Richtung ganz weit gehe und dann kommt von hier eine Riesenarmee angelaufen. Also, lieber Ninja, lauf dahin. Wir haben 12 Nahrung. Wie viel kostet dein Level Up? 12 Punkte. Level Up. In der Hoffnung, dass wir jetzt keine Nahrung brauchen zum Heilen. Aber ich hoffe mal, dadurch, dass er jetzt stärker ist, stirbt er auch nicht so schnell. Und wir können uns immer noch im Notfall hierher zurückziehen. Also, nächste Tür auf. Was haben wir da? Aggressive Kreaturen. Oh, hält sich wacker, hält sich wacker. Zieh dich trotzdem mal zurück. Für nichts riskieren. Ah, trotz Level Up ganz schön einen auf den Deckel bekommen. Und er regeneriert sich wieder hoch. Also heilen muss man wirklich nur im Kampf. Wenn es aussieht, wenn er sterben würde. Weil wenn er tot ist, ist er tot. Und wir haben momentan nur 2 Helden. Wir können allerdings auch weitere Helden finden, was natürlich irre praktisch ist. Aber gut. Nächsten Raum aktivieren. Und von hier aus gehen keine Türen weiter. Das heißt, wir könnten hier theoretisch jetzt, ähnlich wie hier, irgendwas Ressourcengenerierendes hinpacken. Oh, wir haben sogar 23 Industrie inzwischen. Okay, wir hätten gerne mehr Essen. Da. Oh, schon haben wir noch 10 Industrie, okay. 16 Industrie brauchen wir für einen von den Großen. Wir könnten jetzt hier alles vollkleistern mit Abwehrtürmen. Ich glaube, das mache ich sogar. Du, Abwehrturm. Da. Du, Abwehrturm. Da. Dann gucken wir mal weiter. Du, öffne bitte mal die Tür da oben. 2 weitere Türen. Oh, ein Gegenstand. Was haben wir da? Toothpick. Ein Zahnstocher? Was? Ach so. Ja, das ist ein großer Zahnstocher. Ist aber eine Speerwaffe. Kannst du die benutzen? Wie benutze ich was? So, er kann anscheinend nicht damit umgehen. Schade. Aber gut, ist unser Inventar. Wir haben jetzt nicht genug Dust, um diesen Raum hier zu aktivieren. Das heißt, wir könnten den hier deaktivieren und dann den aktivieren, aber ich weiß nicht. Alternativ, wenn ich das richtig verstanden habe, könnten wir auch unseren Kristall aufheben, den Kristall hier hinziehen und dann brauchen wir nicht so lange Wege für die Energiebahnen. Und hätten dann wieder mehr Dust über, um dann, ne? Das heißt, theoretisch kann man so das Herz seines Dungeons immer weiter in die Mitte tragen und so ein größeres Gebiet für sich in Anspruch nehmen. Was ein cooles Prinzip ist. Also das Feeling von dem Spiel ist echt toll, finde ich. Aber ja, wir wollen jetzt. Wir wollen jetzt erstmal weitere Räume freischalten, damit wir mehr Ressourcen bekommen. Du mach mal die Tür auf. Ich hätte gerne eine neue Sackgasse. Eine Blaupause. Firebot. Da, ein Firebot. Erhöht den Schaden von Helden in diesem Raum. Ja, okay. Ich glaube, wir sollten langsam mal hier unten jetzt weiter gucken. Genau, gehen wir da lang. Und bisher noch keine feindliche Welle. Das ist sehr komisch.
Am Anfang hatte ich die innerhalb der ersten 2-3 Runden. Und eine Sackgasse. Sehr gut. Oh, eine Welle kommt. Dahin. Das war ziemlich spontan. Nicht angekündigt. Gab aber das. Sehr gut. Aktivieren wir gleich den Raum hier hinten. Hier haben wir eine schöne Sackgasse. Das heißt, wir können unsere ganze Verteidigung in die Richtung ausbreiten. Wie viele Ressourcen haben wir denn? 28. Ich hätte gern mehr Industrie hier. 12 Stück. Ja. Na gut, du geh mal scouten. Vielleicht ist eins davon ja auch eine Sackgasse. Und dann könnten wir einen von den Räumen hier wieder zu einer Verteidigungsposition ausbauen. Denn theoretisch, wenn die Wellen von oben kommen, müssen die durch die anderen Räume durchgehen. Also wenn jetzt unsere Helden hier ganz unten wären und wir würden hier überall Türme machen, dann müssen die ganzen Gegner erstmal durch die Verteidigungsanlage, dann durch die Verteidigungsanlage und dann kommen sie hier runter. Was die Gebäude hier angeht, ob die zerstört werden können, das weiß ich noch nicht. Ich habe erst 2-3 Leben gespielt. Klick. Ein langer Gang. Ich bin Obbot. Du bist ein interessantes morphologisches Wesen. 25 Nahrung. Rekrutieren. Wir haben ein Obbot Mod Pot DV8. Okay. Ein einfacher medizinischer Helfer. Kann Module reparieren. Oh, das klingt sehr praktisch. Du geh mal in unsere... Was? Du kannst Rüstung tragen? Nee, du kriegst die Chitin-Rüstung. Warte mal. Wie? Ah, so, okay. Und du kannst den Toothpick benutzen, weil du Speere benutzt. Sehr gut. Was machst du genau? Attack Power 31. Ich kann die Gegenstände nicht wieder... Ah, doch, da. Toothpick. Attack Power 19. Also er bringt sehr viel. Sehr schön. Das läuft richtig gut. Wie gesagt, das erste Leben war bei mir eine Minute nicht mal. Dann war die erste Welle da und ich war tot. Weil ich auch gleich versucht habe, den Kern da hochzuheben. Und irgendwie hat er zu sehr rangezoomt. Das ist jetzt doof. Du geh mal nach da unten bitte. Ah, okay. Das war nur für den dramatischen Effekt. Und du reparierst schon. Okay. Also er ist jetzt wohl diese Runde, also bis wir das nächste Mal eine Tür öffnen, damit beschäftigt, irgendwas hier drin zu reparieren, was wohl Schaden genommen hat. Du. Wir haben 24 Industrie. Zeit, was Neues zu bauen. Und zwar Essen. Da. Sieht schon richtig gut aus. Tür auf. Zwei Wege. Oh, du hast deinen Händler gefunden. Können eine Gale-Uniform kaufen. Eine Gefängnisuniform. Ah, die verringern aber auch andere Stats, okay. Ein Blast-Appler. Maximale HP 75. Von einem 300 Kilo schweren Hasen. Was zur Hölle? Ah, es wäre schon schick, braucht 10 Dust. Das heißt, wir hätten eventuell nicht mehr genug Dust, um einen Raum zu powern, was ich nicht so schön finde. Ja, und ich hoffe mal, du bleibst hier. Also gehe ich jetzt einfach weg. Geh zurück. Ja, bist noch da. Okay. Also wenn wir irgendwann mal Dust überhaben, können wir da ein paar Ressourcen kaufen gehen. So, nächster Raum. Bitte eine Sackgasse. Nein. Du hast den Exit gefunden. Sehr schön. Also theoretisch könnten wir jetzt unseren Kristall nehmen, hochheben und hier hintragen. Dann kommen wir in Level 2. Wollen wir aber nicht. Ich will nämlich erstmal Ressourcen sammeln. Ich weiß nicht, ob wir die Ressourcen mitnehmen ins nächste Level. Also weiß ich dementsprechend auch nicht, ob es wirklich sinnvoll ist, hier zu grinden. 2 Wellen kommen. Oh, warte. Wow, 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 wow. Da kommt die Welle. Töten, töten. Piu, 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 piu. Das geht richtig gut. Okay, wir haben genug Dust für den nächsten Raum. Aktivieren wir dich. Gehen hier durch. Ich habe aber irgendwie den Verdacht, dass die Ressourcen nicht mitkommen.
Sonst könnten wir hier alles voll machen, oder? Dann gucken wir mal.